Jule und ihr Freund Lars wollen heiraten. Das junge Paar kommt finanziell nur gerade so über die Runden und hat kein Geld für eine große Feier. Guck mal, ein Brautladen. Komm weiter, so was können wir uns nicht leisten. Das Kleid muss ich haben. Das ist so schön. Und dann noch mit einer 5 Meter langen Schleppe. Und ich werde die Königin des Abends. Das ist mein Traumkleid. Eigentlich kann ich es mir gar nicht leisten, aber das ist egal. Ich möchte es unbedingt haben. Schatz, 2.800 Euro? Ist das gerade dein Ernst? Das können wir uns nicht leisten. Such dir einen Job, verdien Geld, dann kannst du so ein Kleid gönnen. Aber jetzt können wir uns das nicht leisten. Ich bin noch in der Probezeit. Das letzte Geld haben wir für deine tolle Jacke ausgegeben. Wir haben nur noch 10 Euro für eine Pizza. Dann erst recht nicht so ein Brautkleid. Komm weiter. 2.800 Euro für ein Kleid, was man nur einmal anzieht. Das ist doch total bescheuert, ey. Von dem Geld kann man fast einen Monat lang Flitterwochen machen. Das Kleid kriege ich schon. But I'm gonna die. Schatz, hast du sie noch alle? Komm! Komm, Schatz, du brauchst das nicht. Wirklich, du brauchst das nicht. Ich will das aber wirklich haben. Nein, du brauchst das nicht. Hör auf. Eine aktuelle Umfrage besagt, dass 39% aller Paare wegen Geld streiten. Geld ist also das Streitthema Nummer 1 in Partnerschaften. Ein paar Stunden später. Es herrscht dicke Luft zwischen dem angehenden Brautpaar. Jule schmollt noch immer wegen des Brautkleids und zerbricht sich den Kopf, wie sie schnell an Geld kommen kann. Sie versteht nicht, dass Lars eine ganz andere Vorstellung von ihrer gemeinsamen Hochzeit hat und lässt ihn das auch spüren. Schatz, komm mal her. Guck mal, Schatz, das wird schon. Mhm. Wir feiern einen kleinen Kreis, die Hochzeit wird so oder so gut. Hauptsache, wir lieben uns, wirklich. Ja, nee, ist klar. Hiermit fängt's doch schon an. Ein Stempel, um die Hochzeitseinladungen zu machen. Die müssen richtig designt werden mit Gold und allem drum und dran. Und was sollen die Leute eigentlich essen? Was hast du dir da vorgestellt? Ach. Currywurst, Pommes oder was? Ja, meine Mom, die zaubert ein richtig geiles Buffet. Ja, Mettwurst und Brötchen und Fertigbackenmischung oder was? Das muss ein richtig großes, schönes Menü werden. 3 Gänge mindestens. Was denkt er sich eigentlich, dass seine Mutter kocht und wir feiern in einer Turnhalle? Das kann er knicken, auf gar keinen Fall. Ja, wenn du sowas willst, such dir einen Job, verdien Geld, spare. Zurzeit geht das halt nicht. Was? Nein, ich krieg das schon hin, okay? Also, boah, weißt du was? Mich. Ich geh jetzt mit meinen Jungs kicken. Hoffentlich hast du dich später wieder beruhigt, ja? Ciao. Ja, tschüss. Jule will es einfach nicht kapieren. Eine teure Hochzeit können wir uns nicht leisten und damit basta. Dann muss ich das halt alles selbst in die Hand nehmen. Was brauche ich denn? Lars hat ja keine Ahnung. Morgen kaufe ich mir ein paar Zeitschriften und dann lege ich mit der Hochzeitsplanung los. Hochzeitszeitschriften. Ein Brautalbum. Und das Kleid, das kriege ich auch noch. Das kostet doch alles Geld. Jule will trotz ihrer kritischen finanziellen Lage ihren Kopf durchsetzen und plündert eiskalt die Haushaltskasse. 120 Euro. Das müsste reichen fürs Erste. Am nächsten Tag hat sich Jule mit ihrer besten Freundin Senta verabredet. Die zukünftige Braut ist bestens vorbereitet und hat bereits in einem Hochzeitsmagazin recherchiert. Sowas wäre natürlich total toll. Hier so, und er dann so, oh, das wäre total schön. Ja, aber unsere Hochzeit muss ich ja alleine planen, ne? Weil Lars dreht jeden Cent zweimal um und er versteht einfach nicht, dass eine Hochzeit ein einmaliges Erlebnis ist und das ist halt, was kosten soll. Und zum Beispiel, ja, die Torte hier, guck mal.
Die ist doch toll. Die ist super schön und oh, ich kann schon diesen Geschmack in meinem Mund spüren. Das ist doch richtig schön. Ja, aber Jule, diese Torte kostet 800 Euro. Ehrlich, nimm es mir nicht übel, aber du bist arbeitslos. Du hast kein Geld. Vielleicht solltest du ein bisschen runterkommen. Du bist meine Trauzeugin. Du solltest mich eigentlich unterstützen. Fall mir nicht in den Rücken. Du weißt genau, ich unterstütze dich so gut ich kann und wie ich kann und alles, aber... Jule ist meine beste Freundin. Wir sind schon seit Ewigkeiten befreundet. Auch wenn ich Zweifel habe an ihren hochtrabenden Hochzeitsplänen, würde ich sie jederzeit unterstützen. Apropos unterstützen, könntest du mir vielleicht ein bisschen Geld leihen? Ja, ich war heute Morgen noch bei der Bank. Ich habe 250. Wenn ich dir 200 gebe? Ja, das würde reichen, wirklich. Aber ich brauche die unbedingt zurück, ja? Ja, das kriegst du auf jeden Fall zurück. Mach dir da wirklich keine Sorgen. Ja, und ich habe ein Kleid gefunden. Das müssen wir uns sofort angucken. Das ist richtig toll. Können wir bitte erst noch austrinken? Ja, aber danach sofort. Ja, danach sofort. Ja, und ich habe noch ein Hochzeitstagebuch gekauft. Was ist das denn? Ja, also damit planst du halt alles richtig und wenn man es schon selber machen soll, dann halt richtig, ne? Jule ist gerade im 7. Himmel. Da wollte ich es ihr nicht versauen. Aber ich hoffe, sie bleibt auf dem Boden und ich bekomme mein Geld bald zurück. Im Schnitt verschulden sich Paare für die Hochzeit mit 9.176 Euro. Sogenannte Hochzeitskredite sind keine Seltenheit in Deutschland. Und auch wenn man an seinem vermeintlich schönsten Tag des Lebens nicht darüber nachdenken möchte, ist es trotzdem ein Fehler, mit Schulden in die Ehe zu starten. Etwas später. Jule ist in ihrer Euphorie nicht zu bremsen. Guck mal, guck mal. Genau das Kleid ist es. Das möchte ich unbedingt haben. Das ist ja echt schön, aber 2.800 Euro? Ach komm, wir gehen nur kurz rein und gucken, okay? Nur reingehen. Jule fackelt nicht lange und probiert ihr Traumkleid an. Die 20-Jährige will ihr Glück mit ihrer besten Freundin teilen. Doch die kann Jules Begeisterung für ein viel zu teures Kleid nicht verstehen. Und was sagst du? Das ist doch das absolute Traumkleid. Und ich bin die absolute Traumbraut. Jule, du siehst wirklich toll aus, aber... Ey! Das Kleid kostet 2.800 Euro. Das kannst du dir nicht leisten. Lass das mal meine Sorge sein. Boah, Senta, anstatt sich mit mir zu freuen, ist sie nur am Rumnörgeln. Wahrscheinlich ist sie nur neidisch auf das Kleid. So, haben Sie sich schon für das Kleid schon entschieden? Ja, es muss unbedingt dieses Kleid sein. Und es gibt ein kleines Problem. Und zwar, meine Mutter ist halt krank und ich möchte ihr unbedingt dieses Kleid zeigen. Und ich wollte fragen, ob ich es gegen eine Anzahlung mitnehmen könnte. Das tut mir leid. So was geht es bei uns leider nicht. Es wäre aber wirklich wichtig, weil ich weiß nicht, ob bis zu meiner Hochzeit meine Mutter noch lebt. Wie viel können Sie denn anzahlen? 220 Euro. Na gut, wir machen das normalerweise nicht, aber ausnahmsweise ziehen Sie sich um, kommen Sie an die Kasse, machen wir. Dankeschön. Okay, das mit meiner Mutter war ein bisschen gelogen, aber Hauptsache, ich habe jetzt das Kleid. Hast du sie doch alle, die hier so anzulügen? Ach, Hauptsache, ich habe jetzt das Kleid. Du spinnst doch. Ach. Wenn Jule tatsächlich das Kleid auf diese Weise behalten will, begeht sie den Straftatbestand der Unterschlagung. Auf Unterschlagung steht eine Geldstrafe bis hin zu 3 Jahren Haft. So, und als Anzahlung 100, 200, 220 und der Ausweis als Pfand. Super, danke. Dann ist das gleich. Dankeschön. Bitteschön. Tschüss. Tschüss, schönen Tag noch. Tschüss. Jule tickt doch nicht ganz sauber. Da gibt sie mein ganzes Geld aus für ein Kleid, was sie sich eh nicht leisten kann. Kurze Zeit später. Zurück zu Hause muss Jule ihr Kleid vor den Blicken ihres Verlobten verstecken. Schließlich bringt es Unglück, wenn Lars das Kleid vor der Trauung sieht. Aber vor allem möchte sie einen Streit wegen des viel zu teuren Kleids verhindern. Wo verstecke ich dich denn jetzt?
Lars darf dich auf keinen Fall finden. Lars würde ausflippen, wenn er von dem Kleid erfährt. Aber mein Schatz gebe ich auf keinen Fall her. Nee, hier ist alles so dreckig. Ja, hier ist doch gut. So, jetzt wirst du auch noch schön zugedeckt. Und du bleibst jetzt hier. Und bald wird geheiratet. Lars hasst den Keller. Hier findet er das Kleid auf gar keinen Fall. Jule ahnt nicht, dass ihr Ärger droht. Lars braucht Geld zum Einkaufen. Hat die sie noch alle? Jule? Ja? Kommst du mal in die Küche? Was ist denn? Ja, was ist das? Ist das gerade dein Ernst? Also weißt du, ich plane eine super Überraschung für dich und das wird wirklich ganz toll. Und ich meine, ich habe ja auch bald wieder einen Job und dann wird die Kasse randvoll sein. Ich verspreche es dir, es wird alles wieder okay. Ob sie wirklich eine Überraschung für mich plant, wage ich zu bezweifeln. Wenn ihr so weitermacht, dann setzt ihr wirklich unsere Beziehung aufs Spiel. Wie stellst du das eigentlich vor? Von meinen 1,4 bleiben 600 Euro übrig. Ich muss noch tanken, ich muss noch Lebensmittel einkaufen. Jetzt haben wir diesen Monat gar nichts mehr. Lars beruhigt sich schon wieder. Er ist immer nur am Rumgeizen. Aber wir sind ja bald verheiratet. Dann teilen wir das Geld sowieso. Lars, ich habe dir gesagt, mach dir keine Sorgen ums Geld. Und wir machen uns heute einen schönen Abend, okay? Lars und Jule sollten ihre Hochzeitspläne nochmal überdenken. Gleich hinter dem Seitensprung als Scheidungsgrund Nummer 1 kommt das liebe Geld. Wenn es vor der Eheschließung schon solche Probleme gibt, sehe ich keine rosige Zukunft für das Paar. Am nächsten Morgen. Jule hat den Streit mit Lars vom Vorabend bereits vergessen und widmet sich wieder ihren Hochzeitsvorbereitungen. Doch mit dieser Einstellung macht sie alles nur noch schlimmer. So, ich gehe jetzt zur Arbeit, ne? Mhm. Ciao, ich gehe zur Arbeit. Ja, viel Spaß mit den Jungs. Nix mit den Jungs, ich gehe jetzt zur Arbeit. Was machst du da eigentlich? Guck mal, ich habe schon unsere Hochzeitstorte ausgesucht. Toll, oder? 800 Euro für eine Hochzeitstorte? Sag mal, tickst du nicht mal ganz sauber? Emma, was soll denn das? Es gibt teurere, das ist noch ein Schnäppchen. Du hast doch nicht mal alle, ciao. Lars ist der Richtige und mit ihm möchte ich eine richtige Traumhochzeit feiern. Und irgendwann mal wird er schon einsehen, dass man dafür etwas hinblättern muss. So, was könnte man hier denn zu Geld machen? Den Fernseher. Fernseher gucken wir eh nicht mehr. Und den PC, den hat Lars lange nicht mehr benutzt. Und ohne den PC brauchen wir auch die ganzen Monitore nicht mehr. Und das wäre wahrscheinlich auch die Anzahlung für die Hochzeitslocation. Super, dann brauche ich noch jemanden, der mir das abkauft. So, Elektrohändler. Muss doch mehr als genug geben. Da haben wir auch schon einen. Den rufe ich direkt mal an. Hallo? Ich hätte hier ein paar Elektroteile, die ich gerne verkaufen würde. Ja, es wären ein paar Monitore, ein Computer und ein Fernsehen. Könnten Sie sofort vorbeikommen? Ja, klasse. Super, danke. Eine halbe Stunde später. Jule hat auf Verkaufsmodus umgestellt und denkt nicht darüber nach, dass sie ihren Verlobten gerade beklaut. Das wäre dann hier der Fernseher, der PC und die drei Monitore. Ist auch nicht mehr der neueste, ne? Ja, und wie viel würde ich jetzt dafür bekommen? 350 Euro ist realistisch. Nee, also 500 Euro müssten es schon sein. Puh, nee. Bei aller Liebe. Ich kann dir höchstens 400 Euro geben, und das bau auf die Hand dann aber. Ja, okay.
Bitteschön. Danke. So, dann würde ich das hier mal mitnehmen. Okay, ich helfe Ihnen dann. Danke sehr. Das Geld kann ich gut gebrauchen. Ich habe schon meine Traumlocation und damit kann ich eine Anzahlung machen. Tja, das hat sich doch mal gelohnt. It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody singing, oh. Center? Ja, ich kenne da eine Location, da würde ich gerne die Hochzeit feiern. Würdest du sie dir mit mir angucken? Ja, super, dann treffen wir uns unten an der Bushaltestelle, okay? Ja, tschüss. Jugendliche haben oft kein Gefühl für Geld, weil sie den Umgang damit nie gelernt haben. Genaue Pläne, wie zum Beispiel Haushaltsbücher, geben aber einen Überblick. Vorlagen dafür findet man im Internet. Jule sollte in diesem konkreten Fall ihre Einnahmen und ihre Hochzeitsausgaben gegenüberstellen. Dann würde sie nämlich merken, dass sie bereits mit einem Bein am Schuldenabgrund steht.